So, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal geht's an der Küssenstraße entlang von La Zoia nach Carboneras und dann geht's da ins Landesinnere. Okay, dann viel Spaß beim Schauen und tschüss. So, dann fahren wir weiter. Kurz da im Flussbett drin. Ein bisschen Flussbett fahren. Vorne geht es dann wieder raus. Da ist es ganz eng. So, rausholen. Gut, passiert. Ja, in Marokko gibt es viele solche Flussbeete, die sind meistens noch breiter, da kann man wunderbar fahren. So, und da vorne geht es wieder raus auf die Straße. Ab und zu mal wieder Offroad-Tauglichkeit, das braucht's. So, das war's. Ja, das ist leider die schreckliche Realität von Spanien, diese Treibhäuser. Und wir profitieren ja auch davon, weil vieles kommt ja von Spanien, das Gemüse. Ach du Scheiße, was ist denn das, ey? Ein riesen Camping. So, wir fahren jetzt auf der Küssenstraße entlang über Mazaron. Ja, Spanien ist momentan überfüllt mit Campern. Überall, wo es eine freie Fläche hat, stehen die Camper. Und auch Campingplätze sind da ziemlich voll. Da wieder. So, da links geht's zur Schlangenbucht wieder oder Ziegenwiese. Wir fahren aber weiter. Bergstraße. Es regnet sogar leicht. Das ist übrigens die Straße, die hinter den Bergen rumführt, wenn man von Mazaron Richtung Aquilas will. Es gibt auch eine an der Küste, aber die ist ziemlich kurvig. Das schlechte Wetter haben wir jetzt auch durchfahren. Da hinten geht es wieder auf, das Wetter. Es wird wieder schön. Das sieht schön aus. Wunderschön. Also alles Mandelbäume. Herrlich. So, jetzt geht es wieder langsam runter Richtung Küste. So, Aquilas ist da unten, aber wir fahren da vorbei. Das ist Aquila. Da war ich vor Jahren mal, 4 Jahren glaube ich. So, da gibt es ein Camping. Da ist mir zu eng. Diese Tankstelle gleich nach Aquilera, die können Gas befüllen von deutschen Flaschen. Die haben auch den Abwapper. Und dann kriegt ihr LPG-Gas und da kommen dauernd Leute und füllen da ihre Flaschen. Also ein Tipp, ich brauche keines, bin ja gasfrei. Da
dafür brauche ich AdBlue manchmal. Und eine Tankstelle halt gemacht, da ist glatt so ein Stellplatz. Sehr eng, sehr eng. Also hier die ganze Küste entlang sind die Freikämpfer, werden geduldet vom Staat, habe ich gelesen. Voll, voll, voll. Hier auch der Wahnsinn. Also voll war es noch nie. Hier ist auch voll, aber voll mit Palmen. Keine Camp. So, ich habe mein Plätzchen. Ich besuche hier ein paar Freunde, die da unten stehen. So, das ist mein Platz, toller Platz auf dem kleinen Felsen. Die anderen sind da unten. Ich habe mich ein bisschen abseits gestellt. So, ich schraube gerade an meinem Bike rum. Und zwar muss ich den ganzen Ritzelsatz hier ersetzen, bis auf die drei großen Ersatzteile habe ich zum Glück bei mir. Hier den ganzen Satz, der ist richtig durch, die Kette auch. Kommt jetzt alles neu und dann habe ich wieder ein Weilchen Ruhe. Ja, alles schön reinigen und jetzt wieder zusammen machen. Das ist eine Brücke, mir gefällt das. Da ist alt und da kommt die Betonbrücke. Ja, wir sind einfach ein bisschen unterwegs im Hinterland, also eigentlich von der Küste mit dem Rad ins Hinterland. Da sieht man immer wieder interessante Dinge, wie zum Beispiel das. Ah, schön. Das ist ein Flussbett. Natürlich trocken wie immer. Also das ist schon geil. Man fährt da in einem Flussbett. Mehrere Arme, geht mal rechts, mal links. Und es hat immer so Pfade. Und ich fahre einfach und habe keine Ahnung, wo mich der Weg hinführt. Ob der irgendwann mal endet. Und ich komme da an Orte hin, wo fast niemand ist, außer die Einheimischen. Und das ist genau das, was mir so gefällt. Ja, der Erkundungstrieb, der ist bei mir ziemlich gut vorhanden. Wenn wir Glück haben, kommen wir sogar irgendwie wieder zurück. Ach, ist das schön. Ja, geil, da unten ist das Meer. Wir haben einen Rundweg erwischt. Perfekt, hey. Super. So, unser Blick ist der Start aus die Natur. Die Menschheit lässt grüßen. Das gehört leider auch zu Andalusien. Wir sind da in Pulpi. Tja, ja nu, da müssen wir jetzt durch. So, wir sind hier im Baumparadies gelandet. Diese Oliven, wow, aber die sind glaube ich schon älter und werden nicht mehr geschnitten. Also wenn man Baum kaufen will, hier hat es alles und zwar massenhaft, auch Palmen. Hier ganz alte, ich glaube, die holen die oder kaufen die, wenn die irgendwo im Weg sind, statt vernichten.
Also die sind echt alt. Dann hier, ganz speziell. Wirklich schön. Also echt das Baumparadies. Zitrone. Da wieder was. Mandarinen, Orangen, keine Ahnung. Ja, das hört ja nicht auf. Das ist eine Riesenfläche. Auch die hier. Schaut euch das an, ey. Das ist ja ein Traum. Ey. Wer weiß das, was das für Bäume sind? Haben wir einen von der Baumschule. Ich bin nur in der Schule des Lebens. Kann da nicht helfen. Aber die gefallen mir. Oh, guckt euch die an, hey, die sind fett. Hey. Jetzt kommen die ganz alten. Hey. Also die sind vermutlich über 100 Jahre. Guckt euch das an. Hey. Olivenbäume. Generationen von Menschen überlebt. Hey. Schön, dass die hier erhalten werden. Kann man die vielleicht kaufen? Ich glaube, da kostet Transport mehr wie der Baum. Also da ist mehrere Hektaren voll mit Bäumen. Ich habe das glaube ich zu viel zufälligerweise gefunden und ich bin echt begeistert. So, wir sind wieder am Meer und zwar genau da, wo wir weggefahren sind. Das ist ein super Rundweg, Stunde Fahrradtour quasi oder eineinhalb Stunden. Übrigens habe ich da meinen Abfall entsorgt. Ich trenne immer, also die gelbe Tonne, Glas, und ich nehme das meistens mit. Und so habe ich fast keinen Abfall mehr, weil es hat ja da überall solche Tonnen. So, wir fahren weiter Richtung Süden. Leider immer wieder diese Bodenwellen, Schwellen, die sind ganz mühsam. Hier muss man langsam angehen hier. Im Kreisverkehr geradeaus auf A71. Küstenstraße ist doch auch was Schönes. Also von da oben bin ich runtergekommen. Uiuiui, wenn man das weiß, du. So, ich habe wieder mal in einem Flussbett übernachtet, aber hier ist eine offizielle Straße, die geht bis zur Küste runter. Schade, habe ich das nicht vorher gesehen, aber toller Platz, man hat da seine Ruhe, ja, kann man mehr sagen.
Ayla ist wieder mal eine Gemse. So, wir fahren da wieder mal unsere morgendliche Tour im Flussbett. Bis jetzt war eine Piste, eine Straße, die hat jetzt aufgehört, da kommt man nur noch mit dem Rad durch. Und umso schöner ist diese Kulisse hier. Schaut euch das an, hey. Das ist ein Traum. Herrlich, normalerweise sollte hier Wasser sein, aber da ist so selten Wasser. Aber es ist nur schön. Ja, irgendwann ist dann fertig. So, als ich da auf der Piste am Fahren war, habe ich was gerochen und tatsächlich Abwasser, also wie in Bulgarien. Hier kommt es raus aus dem Schacht. Ja, keiner guckt und das fließt da rein. Das ist richtiges Abwasser. Es stinkt auch. Also, Spanien hat auch noch nicht alles perfekt gelöst. In Bulgarien habe ich ja dasselbe entdeckt, die Videos gesehen haben. Ja, schade darum. Also die Kommune weiß um das Problem, weil die haben da so einen Wall gebaut und dahinter fließt das Wasser. Genauso wie in Tunesien habe ich auch sowas entdeckt. Und ja, es ist Wahnsinn eigentlich. Die wissen das, aber machen nichts dagegen. Die Angie wird angegriffen von 4 kleinen Hunden. Ich habe das gehört von Weitem. Bin ich mal gucken gegangen. Aber komm klar, so herzig. So, noch einer. Oh oh, die ist eben läufig. Ja, die ist läufig. Aber die Hunde sind zu klein, zum Glück. Oh Mann, ey. So, jetzt muss ich eingreifen. So geil. Ja, hallo. Hallo. Yeah. Ich habe das Gefühl, die kommen jetzt alle mit mir. Ja, der kommt nicht hoch und sie geht auch nie runter. Jetzt ruft der Besitzer. Also diesem Herrn gehören die Hunde, der hat noch ganz viele Junge. Und er schreit und tut und... Oh, jetzt kommt wieder einer. So, ich habe einen Kerl, den bringe ich jetzt zurück. Der war jetzt noch bei mir im Wohnmobil. Bis zu uns hat er uns verfolgt. Meine Hunde habe ich jetzt reingetan. Ja, jetzt bringe ich den Hund zu diesem Engländer, der da in seinem Auto lebt und vermutlich diese Welpen verkauft. Der hat etwa 10 Hunde. So, hier lebt er. Und ich glaube, ja, jetzt kommt er raus. So, wir fahren wieder weiter. Im Flussbett zuerst mal. Ich fahre da ein kleines Stücklein und dann gehe ich wieder auf die Straße. Das ist eigentlich eine offizielle Straße, das Flussbett. Weil da kommt so gut wie nie Wasser. Also eigentlich kann man vom Meer bis fast hierher, noch ein bisschen weiter, auf der Piste fahren. Von dem Dorf, wie heißt das? Garbaneras, glaube ich. Das ist ein Tipp für die, die ein bisschen Offroad unterwegs sein wollen. Sofern es das Wetter zulässt, aber hier ist so gut wie immer trocken.
grösseren Rädern geht das schon besser. Das merke ich sofort. Und hier vorne gehe ich wieder raus. Ja, bis jetzt geht es noch nicht raus. Muss ich suchen, wo ich da wieder rauskomme. Aber ja, ich merke es, die größeren Räder, ich habe den Luftdruck auch ein bisschen besser. Das merkt man, es ist viel besser zum Fahren. Also jetzt bin ich ein bisschen zu weit gefahren, jetzt muss ich die nächste halt raus. Egal. Aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich viel, viel besser geht mit den größeren Rädern. So, jetzt geht es dann da links weg nach Satellitenbilder. Ja, die Straße da, die Piste, die ist nicht befahrbar, weil da war diese Kloake, aber hier geht es raus. Gut. So, wir sind unterwegs jetzt nach Tabernas und dann geht es da in die Wüste von Tabernas rein. Mal schauen, was uns da erwartet. Wir sind jetzt da kurz auf der Autobahn A7 und dann geht es gleich wieder raus. So, das war es wieder von mir. So, im nächsten Video geht es dann nach Tabernas. Teilweise im Flussbett. Und in Tabernas selber ist auch sehr interessant, gibt einige Offroad-Fahrten da. Und ja, die Cowboy-Stadt kann man sagen, wo viele Filme gedreht wurden. Ja, okay, dann schön wart ihr dabei, wie immer Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!